Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hearts of Iron 4 mit mir, eurem Sepp. Servusle. So, wir sind hier noch am Türkei spielen. Wir machen einfach mal weiter. Ich muss jetzt nur kurz mal gucken. So, Pause Ende. Wir versuchen hier unsere Inseln wieder einzunehmen, die momentan eingenommen sind von den Griechen und wir jetzt schon wieder Probleme haben vorzurücken. Wir haben hier eine schöne Verteidigungslinie, die anlandende Truppen der USA gleich zurückschlägt. Was wir in Griechenland natürlich nicht geschafft haben. Hier hoffen wir mal, dass wir über die Dauer. So, lassen wir mal die Schiffe weg, dann können die hier besser helfen. Hoffe ich mal, dass sie dann dadurch halt einfach weniger zu tun haben. Wir gucken mal, ob wir hier weiter vorbrechen können. Du hilfst dir noch mit. Ihr könnt gegen die Griechen kämpfen und ihr kämpft mal hier. Noch viel, viel mehr Truppen. Ja, wir haben ja nichts auszurichten. Die Deutschen verlieren schon wieder ganz Frankreich. Also ihr könnt schon mal das Ende des Spieles vorhersehen. Das ist echt schlimm, dass man sowas schon wieder sieht. Man den Deutschen keine Befehle geben kann. Das ist so nervig. Guckt euch an. Hoch, runter, hoch, runter. Keine Chance. Ein menschlicher Spieler hätte hier schon direkt die Hälfte seiner Truppen abgestellt. Aber Deutschland hat Paris verloren. Die Frage ist, wird das Osmanische Reich es schaffen, bis zum Ende zu überleben? Wenn ich das hier schon wieder sehe, wird das relativ schwierig werden. Zerstörerbemühungen, Atom, geheime Waffen, Kreuzerbemühungen. So, du kommst jetzt mal hier hin. Du gleich mal dahin, du dahin. Die landen hier immer wieder. Es ist gut, dass wir hier ein paar Truppen abgestellt haben. In der Hoffnung, dass denen ihre Versorgung noch nicht so perfekt ist. So, haben wir hier noch einen Panzer rumstehen. Hier haben wir zwei Panzerdivisionen rumstehen. Okay, zu einer Extragruppe machen, taktische Verlegung, hier runter. Hey. Go. So, Forschung ist frei. Was machen wir denn? Haben wir schon 43. Wir könnten hier mal mittlere Panzer forschen, die wir eh nicht herstellen können, weil wir keine Fabriken haben, um das herzustellen. Australien ist auch schon da. Gut, Afrika ist verloren. Afrika haben wir keine Chance mehr zu erobern, zurückzuerobern, was auch immer. So, und ihr greift da bitte immer wieder und immer wieder an, bis es endlich mal schafft, diese Inseln einzunehmen. Richtig nervig mit euch. Unsere Mannstärke geht zur Neige. Wir werden die nächste politische Macht wohl einsetzen müssen, um hier auf umfangreich zu schalten. Na, ihr habt den Angriff nicht geschafft, ne? Na gut, einfach nochmal angreifen. Wir haben hier nichts mehr zu verlieren. Oh, wenn wir Glück haben. Aber wir haben selten Glück. Wir haben wieder vier neue U-Boote. Bin mal am überlegen, wo wir die hinmachen. Am besten hier, Konvoi-Überfall da und da. Da sind sie ja schon
durchgekommen, die Dragsacker. Schlagt sie zurück. Niemand darf hier in Indien landen. Dass das mal klar ist. Mein Indien. So, hier wird auch schon wieder zurückgeschlagen. Hier muss auch zurückgeschlagen werden, bevor sie landen. Da haben wir wohl ein paar zu wenige Truppen, um die ganze Linie zu verteidigen. Aber wir haben hier nochmal welche gekriegt. Aufteilen. Aufteilen. Nehmen wir auch nochmal einen. Ja. Wichtig, dass wir diese Küste bekommen. Gehst du dann bitte auch auf die Insel, wenn wir sie schon erobert haben? Weiter geht's. Und das müssen wir löschen anscheinend, weil sonst läuft er da immer wieder zurück. Gefällt mir gar nicht. Aber wir stackwipen die jetzt. Angriff. Die Übermacht greift an. Auch wenn wir hohen Verschleiß haben. Nun können wir hier ein paar Divisionen abziehen. Und hier weiter vorrücken. Taktischer Bomber ist fertig, nur dass wir sie nicht herstellen können. Was sagt unsere Industrie? 43 haben wir schon, also können wir hier mal ein bisschen bei Behaltung der Produktionsleistung 50% Anstieg der Produktionsleistung. Sieht denn unsere Produktionsleistung momentan aus? Die kann voll werden, nur durch Wechsel geht sie runter. Also würde ich eher mal dazu tendieren, dass wir die Produktionsleistung machen, aber Research wäre natürlich auch nochmal eine Sache. Nehmen wir zuerst noch Research, bringt uns auf Dauer mehr. So, weiter hier. Kommt schon. Mach das Ding jetzt. Oh, Deutschland hat Athen erobert. Interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie jetzt rüberkommen. Kann ich hier eine Frontlinie machen? Das wäre jetzt mal eine witzige Frage. Wir versuchen es mal mit dem hier. Go. Frontlinie. Hier. Cool. Alles klar. Hier ihr auch. Plus. Hinzufügen an die Frontlinie hier. Das wäre jetzt ja mega geil, wenn wir da einfach so durchkommen. Du stellst dich bitte hier hin. Was haben sie hier versenkt? Haben sie gegen Flugzeug oder so? Kommt schneller. Schneller, alle Truppen an Land. Bestimmt haben sie jetzt ein, zwei Divisionen bekommen. Aber das soll nicht so schlimm sein. Hier, wir werden hier einen massiven Vorstoß wagen. Und ihr kriegt natürlich noch einen Top-General. Am besten den hier. Oh, Großteil hat überlebt, unsere Armee. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch unseren Angriffsplan zurechtkommen, sobald alle da sind. Go. Damit hat Griechenland nicht gerechnet, dass sie von hinten so massiv attackiert werden. Geht's natürlich weiter. Versuch hier eine Lücke zu schlagen. Hier wird weiterhin versucht, die Leute zurückzuschlagen. Hier versuchen sie immer wieder zu kommen. Oh, wir haben Häfen frei. Griechenland hat kapituliert. Großartige Neuigkeiten. Nice, dann haben die schon mal nichts mehr. Wie sieht es denn mit unseren Konvois aus? Haben wir einigermaßen. Dann gehen wir mal noch auf U-Boote weiterhin. Wenn uns dazu massiv die Materialien fehlen.
Wie viel Zusatzequipment haben wir denn eigentlich? Relativ viel. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Dass wir das hier brauchen wir nicht mehr. Gut, und dann Mountaineers. Panzer machen wir weg. Marines, weiß ich nicht. Haben die schon welche ausgebildet? Ja, zwei Stück haben wir schon. Ich hoffe, das reicht uns. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf unsere Mannstärke gucken. So, ihr werdet jetzt hier eine Sondereinheit werden. Macht mal bitte von hier nach da. Und das natürlich auch starten, so schnell ihr könnt. Was ist hier los? USA macht meine U-Boote kaputt. Interessant. Wollen da wieder landen, bestimmt. Teile ich die Front. Was soll das hier, Junge? Greif mal da an. Mach ja nicht so einen Quatsch. Echt schlimm hier, echt schlimm. Jetzt haben sie natürlich hier die Front gesehen. Bevor ich zu stark durchstoße, haben sie sich gedacht, gut, gehen wir hier hin. Aber hier können wir die Front verkleinern. Anscheinend haben sie gerade ein paar Nachschubsprobleme. Das müssen wir natürlich ausnutzen. Und schauen, dass wir hier die Front durchkriegen. Am besten schließen wir hier. Ich hoffe nur, dass dann die Front nicht komplett lang gezogen wird. Verstehe auch nicht. Okay. Euch hier müsst eure Front anders machen. Die muss ja durchgezogen sein. Ja, sonst brechen die uns hier noch durch. Gut, hier läuft das. Anscheinend. Sieht ganz gut aus. Wir versuchen mal hierher zu kommen. Ach, ich dachte, wenn man startet zu uns, Kriegsziel rechtfertigen. Na toll, Dankeschön. Die wollen uns jetzt auch noch an den Kragen. Die hassen uns nämlich jetzt. Das Komitee. Ja, das heißt, wir werden von denen wahrscheinlich einfach überrannt werden. Von den Sowjets. Weil wir hier natürlich keinerlei Möglichkeit haben, diesen Krieg schnell zu beenden. Wir natürlich auch kaum Einheiten haben, um uns an anderer Front zu verteidigen. Schlachtlinie hier machen. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Oh je, oh je, oh je. Was machen wir denn da? Konvois. Oh, da hat die USA wieder erobert. Da müssen wir aufpassen. Da hat das Deutsche Reich nicht aufgepasst. So, hier. Das sieht doch schon mal ganz praktisch aus. Ihr werdet hier nochmal ein bisschen verstärkt von mehreren Seiten. Dass das jetzt mal dicht ist hier. Und die USA ist hier wieder plötzlich überall vertreten. Unser Vormarsch wird stark eingedrückt. Hier guckt mal, was die USA hier an Einheiten hat. Das ist unglaublich. Es wird schwierig für uns werden, hier wirklich noch was zu reißen. Sehr, sehr schwierig werden. So.
So, wir machen mal hier Zerstörerbemühungen. Ach, wir werden hier wieder massiv unter Druck gesetzt anscheinend. Aber hier sieht das ganz gut aus für uns. So. Mit denen halt mal so einfach auf einen Schlag 20 Truppen stack wipen könnten, den Amerikanern, wäre das halt mega nice. Aber ihr seht ja, was hier rumsteht. Verstehe noch nicht, warum die keine größeren Probleme haben, was die Versorgung angeht. Da müsste man mal gucken, dass man hier eventuell nur in diesem schmalen Meer hier drinnen einen Konvoiüberfall macht. Dann könnten sie eventuell Versorgungsprobleme bekommen. Nur ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. So, pusht mal hier weiter. Sind ja nicht meine Truppen. Bulgarien soll da mal ein bisschen was opfern. Und Rumänien natürlich. Die sind, glaube ich, auch unsere Verbündeten. Und Ungarn. So, und warum ist Deutschland bei denen im Land, wenn die gegen mich Kriegsziele fungieren? Das finde ich nicht so witzig. Oh, hier läuft's. 13 Truppen der Amis wollen schon wieder landen. Keine Chance für die Amis. Was ist hier? Läuft das mit euch? Ja, geh mal. Erstmal Pause drücken. Gut, 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 gut. Alles klar. Die Sowjets haben uns den Krieg erklärt. Das ist der endgültige Todesstoß. Nichts kann uns jetzt noch helfen. Aber auch wirklich gar nichts. Wir werden hier kläglich untergehen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge, wie wir kläglich untergehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein bisschen was reißen. Aber uns fehlen einfach die Einheiten, um hier das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Nämlich unser Land verteidigen. Aber hier Deutschland rückt wahrscheinlich auch massiv vor. Hier ist gar keine Sowjets. Da werden die Bulgaren hoffentlich auch schauen, dass sie vorwärts kommen. Wie gesagt, ich mache hier einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann kommt wahrscheinlich in den nächsten Folgen der Untergang des Osmanischen Reichs. Bis dahin bin ich raus, euer Sepp. Ciao, ciao.